Hallo und herzlich willkommen zu ERF Backstage, Ausgabe November 2019. Hier ist Jörg Dechert von ERF Medien mit Ihren Hintergrundinformationen rund um unsere christliche Medienarbeit. Wir kommen gerade voll aus dem Jubiläumsmonat, aus dem Jubiläumsmodus. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben am 19. Oktober 60-jähriges Bestehen gefeiert. Das ist in der Medienbranche schon eine halbe Ewigkeit. Da ist ganz viel passiert in 60 Jahren, was es zu würdigen gibt, wofür wir Gott auch Danke gesagt haben. Da gibt es auch ganz viel vorauszuschauen, Herausforderungen, in denen wir jetzt gerade unterwegs sind. Manche von Ihnen waren dabei, vielleicht bei unserer Danketour in Bremen, in Nürtingen, in Chemnitz, vielleicht auch live im Livestream am 19. Oktober. Und wenn Sie nochmal reingucken wollen oder vielleicht zum ersten Mal reingucken wollen in unsere Jubiläumsveranstaltung, dann können Sie das online tun. Unter www.erf.de/wundervoll haben wir für Sie Artikel, Videos, Interviews zusammengestellt. Alles, was es zu wissen gibt und zu feiern gibt rund um 60 Jahre ERF Medien, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also klicken Sie mal rein. Klicken Sie auch mal rein in den Bible-Server. Der ist nämlich neu gestartet. Am 17. Oktober, also rechtzeitig zum Jubiläum, haben wir unsere Public-Beta-Phase beendet, also die öffentliche Testversion, und haben jetzt die finale Version online gestellt. Ein Projekt, was jeden Monat 700.000 Menschen erreicht mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, zusammen mit 19 Projektpartnern in 22 Sprachen. Also es ist ein richtig komplexes Unterfangen. Wir sind sehr stolz drauf auf die neue Bible-Server-Version. Sie bekommen in Ihrem Browser, auf dem Computer, auf dem iPad, auf dem Smartphone, bekommen Sie die Funktionalität einer richtigen Bibelsoftware mit aktuellen Übersetzungen, und das alles rein spendenfinanziert, also für den Nutzer kostenlos. Wenn Sie es noch nicht kennen, unbedingt reingucken. www.bibleserver.com. Was gibt es noch Neues beim ERF? ERF Plus verändert sich auch mit, verändert sich auch weiter. Wir haben schon jetzt seit einiger Zeit eine neue Sendestrecke, die heißt ERF Plus, der Feierabend, jeden Tag, Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr. Relativ viel Musik, ein paar kompakte, wertvolle Wortbeiträge, und wir bekommen Rückmeldungen von Menschen, die sagen, das hilft uns, so nach Hause zu kommen, auch runterzukommen von so einem Tag, nochmal so ein Abendmagazin zu genießen. Also wir experimentieren da ein bisschen, wir freuen uns dran, wenn Sie mal reinhören in dem Fall, und uns sagen, wie Sie es finden. Also entweder über Digitalradio DAB Plus oder über die ERF Plus App oder auch übers Internet, über den Livestream. Ganz verschiedene Wege, wie Sie ERF Plus hören können. Das Letzte, was ich Ihnen für diesen Monat ans Herz legen möchte, ist unser neues Schwerpunktthema. Tief verbunden heißt das in unserem Medienmagazin ERF Antenne, auch auf ERF Plus, auch in anderen unserer Medienangebote in Radio, Fernsehen und Internet. Es geht dabei um die Frage, wie kann ich Gott eigentlich im Alltag erleben? Denn der christliche Glaube ist ja nicht ein Saisongeschäft, was nur an Weihnachten mal stattfindet, sondern das Versprechen von Jesus ist ja, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euch auf mich einlasst, dann könnt ihr jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde in der Nähe, in der Gegenwart, in der Zuwendung Gottes leben. Und wie man das erleben kann, entdecken kann, die Höhen und Tiefen, die damit verbunden sind, darum geht es bei diesem Thema. Tief verbunden, also eine tiefe Verbindung in der menschlichen Seele, eine tiefe Verbindung zur Tiefe des Herzens Gottes. Klicken Sie mal rein, schauen Sie mal in die Antenne rein, all das auch auf unserer Internetseite erf.de. Und da gibt es noch ein ganz besonderes Angebot, was manche von uns, glaube ich, in diesen Tagen November, Dezember besonders brauchen, und das ist Stille. Passt ja irgendwie nicht so ganz zu einem Medienhaus auf den ersten Blick. Wir haben einen Online-Workshop für Sie vorbereitet, der startet am 13. November, Gott erleben in der Stille. Wenn Sie das noch nie ausprobiert haben, unbedingt jetzt mal informieren, anmelden, mitmachen. Es ist kostenlos, alles was Sie brauchen ist eine Internetverbindung, erf.de/workshops. Melden Sie sich an, probieren Sie es mal aus, Gott erleben in der Stille, und dann schreiben Sie uns, was Sie erlebt haben. Ich bin gespannt, von Ihnen zu hören. Und wenn Sie all das, was wir tun an christlichen Medienangeboten hier unterstützen möchten, dann freuen wir uns über Ihr Gebet, und wir freuen uns auch über Ihre Spende. 45.000 Menschen sind in Deutschland und darüber hinaus so tief verbunden mit ERF Medien, dass sie uns finanziell unterstützen. Viele von Ihnen wissen das, wir bekommen keine Kirchensteuer, wir bekommen keine Rundfunkgebühren. All das, was hier 60 Jahre gewachsen ist und auch das, was wir heute tun, finanziert sich fast ausschließlich nur durch Spenden. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit reinstellen, mit reinklinken in diesen Strom der Unterstützung. Auch dazu haben wir alle Informationen online für Sie, erf.de/spende, da erfahren Sie mehr. So viel für heute, reicht ja auch, war ein dickes Paket.
Ich freue mich, wenn Sie unsere Medieninhalte genießen können, ausprobieren, wenn Sie geistig davon profitieren und freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind bei ERF Backstage. Bis dahin, tschüss, wir bleiben in Verbindung.